Me is awesome. So, Guthaben wieder, diesmal nicht abgeschmiert. Ich denke schon, meine liebe Rachel. Boah, wie viele Sterne haben wir jetzt auf der Karte? Ein, okay. Zwei. Viele Rennen auf der Karte, aber wir bleiben hier erstmal in Cole Harbor. Da ist der nächste Drag. Dann werden wir den Sponsoren-Redex abschließen. Ja, dann holen wir uns den neuen Wagen. Tunen ihn hier noch hoch. Wir haben ja alle Shops hier. Und ja, dann kann die Party starten, ne? Was haben wir denn hier? Wieder so ein Armleuchter, der seine Knete beim Drag-Rennen versenken will. Na schön, Jürgen, komm her und stell dich an. Werde ich tun, Andrew. Werde ich tun. Cooles Nummernschild übrigens. Finger weg von meiner Karre, du Biatch. Lass es qualmen, Alter. Aha. Oh, das ist der Drag. Der ist hier auch im Cole Harbor, in dem Gebiet. Letzte war ja am Flughafen. Nein, nein, nein. So, Leute, das war jetzt scheiße. Immer schön, wenn man die Nitro-Taste mit der Windows-Taste verwechselt. Und deswegen war ich jetzt auch nicht so gut imstande, weiterzufahren. Ey, gut geschaltet, was los? Nicht so gut geschaltet, was los? Perfekt geschaltet, was los? Und hier am besten noch nicht schalten, auch wenn euer Motor teilweise überhitzt. So, gleich ein Windschatten von dem guten Mann. Und im Windschatten natürlich auch bleiben. Und gleich werde ich den Angriff wagen, wenn ich im nächsten Gang bin. Verdammt, der geht aber auch nicht weg. Hallo, ich möchte wechseln. Danke. So, jetzt erstmal einpendeln lassen und jetzt kommt der. Alter, Leute! Wollt ihr mich denn verarschen? Nö, du kommst hier nicht durch. Alter! Komm schon. Jawohl, das ist der Sieg. Wow. Nächstes Mal war ein etwas härterer Kampf und da fliegt das Gitter erstmal. Durchs Bild, da auch noch. Ne, aber das war ein etwas härterer Kampf, aber auch den haben wir für uns entschieden mit dem ersten Versuch. Ich fand, der erste zählt nicht, weil nach der Windows-Taste hast du direkt ohne aufzunehmen fortgesetzt das Rennen und dann habe ich natürlich sofort überdreht, als ich auf die Aufnehmen-Taste drücken wollte. Na gut. Ja, Maxi-Tuning, komm, einer meiner Kontakte hat mich gerade angerufen, bla. Weiß ich doch alles. So, jetzt noch das Drillex-Rennen. Kein neues Rennen hier aufgetaucht. Nope. Und dann auf zum Autohändler. Hier auch cool, dieses Gebiet. Ach, schade. Aber komm, hier einen schönen Sprung hinlegen. Jawolski. Immer nach versteckten Rennen Ausschau halten, aber man sieht im Moment, war das da Geld? Ne, das war nur grünes Licht. Immer schön nach neuen Rennen Ausschau halten. Cole Harbor West. Jo. So, und jetzt ist hier der Sponsoren-Redex. Die Strecke sieht aber nicht so schwer aus, aber auch kleine Strecken können schwer sein. Du sorgst für immer mehr Wirbel in der Stadt. Vielleicht kann ich ein paar schöne Deals an Land ziehen, wenn du weitergewinnst. Also bieten mir den Sponsoren mal was Spannendes. Jolis. Wir machen spannend und am Ende werde ich gewinnen. Darauf kann ich mich einigen. Los geht's. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Boah, ein hässlicher Spoiler ist in meinem Gesicht. So, wer von euch ist jetzt Liz? Liz ist auf Platz 1, also in der vorderen Reihe. Gut, am schlimmsten schätze ich aber den Typen neben mir ein. Das Rennen war hart. Das weiß ich noch. Das habe ich mal gefahren. Oder bin ich mal gefahren. So heißt es ja grammatikalisch. Und das ist von einer etwas härteren Härte. Ja, klar. Ich werde nach außen abgedrängt. Und alle drei kommen vorbei. Oder ist gar nicht so? Ist gar nicht so. So, immer schön hinter dem ersten bleiben. Wir müssen einfach versuchen, irgendwie nach vorne zu kommen. Irgendwie sollten sich auch ein paar ausschalten. Auf keinen Fall den Kontakt abreißen zu lassen, so dass man sie immer noch in der Kurve sogar attackieren kann. So wie ich jetzt bei dem hier, ihn einfach so ein bisschen rausschieben und dann aufpassen, dass innen nicht der nächste Penner vorbeigeht. So wie hier etwa. Ja, dreh mich. Danke. Ja, und dann kommt der dritte durch. Gibt's dann immer Nutzesnutzer. Scheiße. Ah, wenn der wegfährt, ist es scheiße.
So, der ist schon mal weg vom Fenster. Ja, und das ist diese Liz. Da hätte ich aufpassen müssen, aber das war eine scheiß Situation in der Kurve. Mann, komm rum, ey. Und dann ist es mir immer zu langsam, was mein Wagen dann bietet. Ja, wenn man alleine fährt beim Streetex, dann hat man schon gewonnen. Das ist eigentlich immer so. So, in den Windschatten von dem guten Jungen. Und go. Go, go, go. Go, go, go. Ey, das war aber unfair. Das finde ich aber als höchst unfair. Nein, da kann sich einer absetzen. Das ist doch scheiße. Das ist doch echt scheiße. Und wie soll ich jetzt an den noch rankommen? Das kann mir mal einer sagen, bitte. Mein Gott. Dieses Rennen hat es wirklich in sich. Vielleicht sollten wir es mit dem neuen Wagen fahren, aber ich will nochmal dem Hyundai einen schönen Abschluss kredenzen. So, und jetzt hier definitiv innen bleiben. Und versuchen, dass keiner sich durchschiebt, ja. So, die jetzt mal ein bisschen nach außen abgedrängt. Und dadurch vielleicht einen kleinen Vorteil rausgeholt. Gegenüber einem auf jeden Fall. So, und jetzt einfach nur halten. Halten, halten, halten. Halten, halten, halten. I'm playing our favorite song. Ah, mein Gott, ey. Nicht einfach wird das hier. Aber wir sind in Führung. Noch, möchte ich dazu sagen. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie halten und über die Zeit bringen. Wobei Zeit ist nicht viel hier. Ja, 21 Sekunden Rundenzeit. Das ist ja nix eigentlich. So, hier einmal rum. Ja, und das ist genau dasselbe Phänomen bei uns, wie auch bei den anderen. Wenn du beim Streetex einmal vorne bist, es kommt nämlich immer noch an, wer sich aus den Kämpfen als Sieger hervordingst. Weil normalerweise, wenn man nicht so schlecht ist, dann verliert man das auch nicht mehr. Diesen Vorsprung, den man sich aus den Kämpfen geholt hat. Aber wenn man die Kämpfe verloren hat, hat man keinerlei Aussicht mehr. Und da ich die Kämpfe meistens gewinne, liegt mir Streetex. Aber wichtig ist auch, nicht so voll reinzugehen, weil wenn man jeden drehen will, dann verliert man extrem viel Zeit und ein anderer. Wenn man zwei dreht, ist der Dritte einfach vorne. Man wird trotzdem nur Zweiter. Man muss es so machen, dass man ihm schadet, aber selbst nicht so viel Zeit verliert. Am Zweierrennen wäre das viel besser, aber gut. Genug philosophiert, wir haben gesiegt. Ne? Jawohl, Ska. Dam-da-dam-da-dam, dam-da-dam-da-dam. Ja. Rufpunkte kriegen wir auch, Geld kriegen wir. So, jetzt haben wir so viel Geld, Alter. So, und jetzt werde ich erstmal die Wagenauswahl ändern. Die Wagenauswahl ändern, weil ich glaube, wenn wir jetzt einen neuen Wagen kaufen, dann geht der Hyundai weg und den brauchen wir natürlich noch. Das heißt, wir gehen zur Garage, machen Wagenauswahl und nehmen den Hammer H2. Falls wir ihn verlieren, falls wir ihn nicht verlieren, dann eben nicht, aber ich nehme ihn mal so. Ach, wir haben ja auch ein Geländewagenrennen. Lol. Du fahr bloß nicht zu schnell, lieber Hammer. Boah, das grüne Licht hier. Yeah. Was ein cooler Sprung. Ja, das sieht doch ganz scheiße aus, der Hammer. Muss man das sagen. So, hier rum. Und zum Autohändler. Rein da. Hey, sieh dich einfach um und lass dich inspirieren. Hier kannst du dir einen neuen Wagen aussuchen. So, welche neuen Wagen haben wir denn? Nissan Sentra, Toyota Celica, ich glaube, die waren schon da. Der Lexus ist neu, der Supra ist neu, der GTI ist neu, der A3 ist neu, der Eclipse ist neu und der TT ist neu. Und das wird auch unser neues Auto sein, der Audi TT. Richtig nice, der Wagen. Also den mag ich echt sehr, sehr gerne. Audi TT, klein und flink. Und ja, erster Halt mit dem Audi TT ist der Tuning Shop, würde ich sagen. Also hier vielleicht nochmal kurz gezeigt, so sieht er aus. Und ist schon etwas älter, aber das ist der erste Wagen, den wir haben, der richtig zum Sportwagen wirklich gleich kommt. Und erstmal wird natürlich alles in Tuning investiert. Und wir gucken, wie viel Budget wir noch fürs optische Aufmotzen haben. Soll ja 6 Sterne haben für dieses eine Shooting. Am Lackshop vorbei.
Und es hat auch so eine gute Beschleunigung, hat ein sehr gutes Handling. Ist vielleicht jetzt nicht so der perfekte Dragwagen wie der Hyundai, aber für Sprints oder so ist der natürlich gut gemacht. Und kommt auch so auf 200 Stundenkilometer serienmäßig, also kann man nicht meckern. So, 30.000, das sollte doch jetzt genügen für ein gutes Tuning. Rein da. Motor. Bärenstärken bedeuten Speed, also tune deinen Motor so gut du kannst und genau hier ist der richtige Ort dafür. Ja, haben wir schon. Rüste auf, indem du das Steuergerät gegen einen Tuning-Chip austauschst. Viel mehr Höchstgeschwindigkeit. Nehmen wir natürlich auch gerne. Im Antriebsstrang verlierst du die meiste Power. Jedes Upgrade hilft dir also, deine Pferdchen besser auf den Asphalt zu bekommen. Ja, noch ein bisschen Höchstgeschwindigkeit. Profi-Pakete, Extrem-Pakete haben wir dann noch nicht, aber Profi-Pakete. Und deine Karre liegt in Kurven viel besser. Ja, besseres Handling, wie Rachel sagte. Die Portion extra Power, die du abrufen kannst, wenn du mehr Speed brauchst. Jo, die ist sehr nützlich. Ja, auf die Straße. Also zieh ein paar neue Reifen auf und sorge für den ultimativen Grip. Ha, mach ich doch gerade. Bremsen verkürzt du deinen Bremsweg. Noch besseres Handling. Leichtbau. Weniger Gewicht bedeutet mehr Speed. So einfach ist das. Ja, guckt euch mal die Werte an. Gutes Handling auf jeden Fall. Und gute Höchstgeschwindigkeit. Beschleunigung ist nicht so gut. Na, da haben wir als einziges nur noch Standardpaket. Gut, wie viel Geld haben wir jetzt verschossen? Ich tippe mal so auf 12.000. 12.000, also 18.000 müssen wir noch haben. Und? Oh, nee, doch, eine deutliche Ecke mehr. Na gut. So, und jetzt als erstes, wie immer, zum Karosseriegeschäft. Damit wir eine optische Verwandlung dieses Wagens haben. Oh ja, jetzt merkt man schon die Power. Also hat das Beste vom Besten, was das Tuning angeht, was im Moment möglich ist. Kein Extrempaket, aber überall Profi, außer beim Turbolader. Aber die Beschleunigung ist nicht so gut, aber Handling und Höchstgeschwindigkeit, die sind sehr stark. Beschleunigung, wie gesagt, nicht so das Beste. Also für Drag nicht unbedingt so gut geeignet. Wenn wir Dragon schaffen, können wir es vielleicht auch mal mit einem Hyundai Coupé versuchen. Jo, 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 jo. Here we are. Auf zum Body Shop.